Hi! Also, es geht jetzt um die Bewertung um die Wurst. Und diesmal fange ich ja als erstes an. Hi! Bewertungssystem, ganz lustig. Also bei mir war es an der Tafel, bei Jenny haben wir es am Computer eingegeben und hier in Stäbchen. Der Name, also ich fand ja wirklich gut. Muss ich gleich damit anfangen. Das gibt nämlich gleich das erste Stäbchenpünktchen. Für die Atmosphäre hier, also was ja wirklich ganz besonders war, weil ja wirklich auf Details geachtet wurde. Also der erste Punkt gibt es auf jeden Fall dafür, sie hat ein Motto gemacht. Darauf wäre ich nicht so gut gekommen. Der zweite Punkt gibt es für die Detailgetreuheit. Schon allein, wenn man sieht, diese Bücher, kleiner Schwenker, hat mir so super gefallen. Sowas, also auf diese Details musste man kommen. Mir hat es ein. Ja. Den dritten Punkt gibt es gleich dafür, die Dekoration an sich, weil sie hat Cola-Gläser genommen. Ich als Cola-Glas-Fan. Jenny hat einen, ich weiß es noch ganz genau, einen Spätzle-Bonus gekriegt. Sie kriegt den Coca-Cola-Bonus, weil ich Coca-Cola-Fan bin. So, fangen wir an, das Essen zu bewerten. Das Gute fand ich den Hauptgang. Der war absolute einzahme Spitze, weil ich glaube, das hätte kein China-Restaurant besser hinkriegen können. Es war hammer, hammer lecker. Der Reis, ich habe noch nie so einen geilen Reis gegessen, weil es war Klebreis, so wie es typisch ist für dieses Motto, ohne aber irgendwie zu sagen, es ist so trocken wie dieser angetrocknete Reis meistens beim Chinesen. Also der ist nämlich immer sautrocken. Vierter Punkt, viertes Stäbchen. Die Getränke, super Bonus, muss ich dazugeben, waren wirklich perfekt auf das Essen abgestimmt. Asiatische Küche, sie hat auch normale Getränke gehabt, aber asiatische Küche, Lychee-Saft gab es zum Beispiel. Dafür definitiv, weil die Getränke super abgestimmt waren, hätte ich nicht gedacht. Viertes Stäbchen. Fünftes Stäbchen gebe ich dafür, und jetzt wird es kompliziert natürlich mit meiner Punktevergabe, weil es ist immer so, weil ich vergebe ja, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, nur Punkte dafür, für nichts Schlechtes oder sowas, oder ich sage, was schlecht war, weil ich finde, solche Abende sind generell positiv. Und deswegen, sechstes Stäbchen gibt es dafür. Jetzt habe ich schon wieder diesen Hänger. Kurze Pause und dann fällt mir es gleich wieder ein. Ich schneide es raus. Ja, deswegen. Du hast fünf Stäbchen in der Hand und hast vier gesagt. Ja, ich weiß. Aber das ist ja egal. Sechstes Stäbchen gibt es dafür. Nochmal Stäbchen zurück. Getränke, Hass, Ah, Hauptspeise. okay. Sechstes Stäbchen gibt es dafür, weil ich diesen Tee Hammer besonders gut fand. Weil jeder weiß, glaube ich, der mich so einigermaßen kennt, vor allem David, dass ich gar kein Teetrinker bin, aber eigentlich weiß es im Grunde genommen jeder, dass ich nicht ein großer Teetrinker bin. Ich muss sagen, dieser Tee so immer zwischendurch war ja irgendwie was ganz anderes, weil damit habe ich gar nicht gerechnet, ein Heißgetränk. Und ich muss sagen, alter Schwede. Dieser Tee mit diesem Pinienkern und Minze, frischer Minze, aufgebrüht in dieser Variation. Wahnsinn. Siebter Punkt. Würde ich gerne dafür vergeben. Das war im Allgemeinen nämlich ein sehr, sehr gelungener Abend, fand ich.
angenehmer Abend. Mit immer wieder Humor dazu. Finde ich echt, war echt. Sie war eine super Gastgeberin. Also das kann man wirklich, da kann ich wirklich gar nichts dazu sagen. Weil sie hat wirklich im Gegensatz zu mir, wie ich es auch schon bei Jenny gesagt habe, regelmäßig nach Getränken gefragt. Bei mir musste manchmal sogar angefordert werden. Und sie hat mich definitiv, ja, was das betrifft, haben mich beide sowieso übertroffen. So, und jetzt lasst mich überlegen. Achter Punkt. Gibt es definitiv auch dafür, für diese Cracker. Also, das war ja so, ich mag so Cracker eigentlich gar nicht, aber irgendwann konnte ich nicht mehr genug davon kriegen und ich glaube, ich hätte die ganze Schüssel leer gefuttert, wenn es nicht so unaufdringlich wahrscheinlich gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich sogar die ganzen Cracker gefuttert. Ja, und wie gesagt, alles in allem fand ich den Abend sehr, sehr, sehr gelungen. Und wie gesagt, und ich bewerte nach Kriterien, die mir besonders gut aufgefallen sind, und das sind jetzt die Sachen, die mir besonders gut aufgefallen sind. Der Abend an sich war aber sehr gelungen und deswegen gibt es von mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte. Jetzt geht's zur Punktebewertung für Daniela. Ja, also eigentlich habe ich gedacht, so heute Abend wird aber heute Abend war wow. Allein schon, wo wir reingekommen sind, die Begrüßung, dann wieder im Outfit, alles super dekoriert, total toll, richtig süß gemacht, hat sich richtig Mühe gegeben, hat sich sehr viel Gedanken gemacht dieses Mal. Also echt spitze, Respekt an dann wieder. Dann zum Essen war okay. Ich bin jetzt nicht so der Asiate-Typ, wo das gerne ist. Ich esse das eigentlich nur, wenn schnell gehen muss. Und Vorspeise war ein bisschen bitter. Hat sie aber, glaube ich, im Laufe des Abends selber mal zugegeben. Hauptgang war gut, war lecker. Und Nachtisch war auch okay. Dann so die Atmosphäre den ganzen Abend über war auch sehr lustig. Mir hat es nur ein bisschen gefehlt, dass sie mich so richtig für Unterhaltung gesorgt hat. Aber nichtsdestotrotz, ich mache es jetzt nicht so lange wie Stefano. Bekommt dann jeder von mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte. Okay, also mein Statement. Also wie gesagt, eben schon die Vorspeise. Naja. Dann ja, Essen, also Hauptmenü und Nachspeise, auch wenn sie spät gekommen ist durch höhere Gewalt. Ist auch scheiße, aber was soll ich machen? War eigentlich auch ganz gut. Ja, ich hoffe mal, meinen Gästen hat es geschmeckt und sie haben sich wohl gefühlt. Und sie sind gern gekommen und kommen auch gerne wieder und gehen, wenn sie gehen, endlich nicht ins McDonald's oder so, sondern sind wirklich satt. Ja. Hat euch das Video gefallen? Dann hinterlasst doch einen Kommentar oder abonniert uns doch einfach. Und vergesst nicht, den Like-Button zu klicken. Ah. Ah.